Daher sagte Al-Hafiz Abu Nu'aym, er sagte, هذا الحديث له شأن. Dieser Hadith hat eine Angelegenheit für sich oder ist eine Sache für sich. Und Muhammad ibn Aslam sagte, هو أحد أرباع الدين. هو أحد أرباع الدين. Er ist ein Viertel des Dienst. Dieser Hadith deutet eigentlich, der Dreh- und Angelpunkt dieses Textes ist, er hat mit dem Umgang mit den Muslimen zu tun oder dass sich kümmern und sorgen um die Angelegenheiten der Muslime, sei es im allgemeinen oder im spezifischen Sinne die Angelegenheiten bestimmter Individuen. Deswegen überlieferte Tabari einen ähnlichen Hadith. Er sagte, dass der Prophet, Hudhayfa ibn al-Yaman sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach, man lam yahtam bi amri al-muslimin falaysa minhum. Wer sich nicht um die Angelegenheiten der Muslime kümmert oder sorgt, der ist nicht von ihnen. Wa man lam yumsi wa yusbih nasihan lillahi wa rasulihi wa li kitabihi wa li imamihi wa li ammati al-muslimin falaysa minhum. Und wer nicht am Morgen und am Abend nasih ist, also aufrichtig, nasih, aufrichtig, lassen wir es mal so, aufrichtig in der Sache Allahs oder für, nicht aufrichtig ist für Allah, für seinen Gesandten, für sein Buch, für den Imam der Muslime und für ihre Allgemeinheit, der ist nicht von ihnen. Was ist die Nasiha? Und die Nasiha li'ammat al-Muslimin, die Nasiha für die Allgemeinheit der Muslime, ist, glaube ich, auch verständlich, was man darunter verstehen kann, dass man sich um sie sorgt, um sie kümmert, um ihr Wohl, dass man sich um ihr Wohl kümmert, dass man versucht, da wo man ihnen nutzen kann, ihnen zu nutzen, da wo man Schaden abweisen und abhalten kann, versucht, das auch abzuhalten, dass man sich für sie einsetzt, dass man sie verteidigt und Betrug, Neid, Lästerei, alles was den Muslimen schadet, dass man das meidet, das gehört zur Nasiha lil Muslimin, dass man für sie liebt, was man für sich selbst liebt. All diese Dinge gehören eben dazu. Und manchmal ist es vorzüglicher, dass du dich für eine Sache einsetzt, selbst wenn es nur sehr belanglose Kleinigkeiten sind, ein Muslim irgendwie hilfst, kann manchmal besser sein, als dass du dich mit gewissen Ibadat beschäftigst. Deswegen wird überliefert, dass Al-Hasan al-Basri war das, glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, Umar ibn Abdul Aziz war das. Umar ibn Abdul Aziz, er hat jemanden ausgeschickt, um einer bestimmten Person bei etwas beizustehen, ihm zu helfen und ihm befohlen, dass er dabei vorbeigeht bei A'mash und ihn ebenfalls dazu holt. Daraufhin ist er hingegangen und diese Person war in der Moschee im Mu'takaf. Er hat I'tikaf gemacht. Und er ist wieder zurückgekommen und hat gesagt, er meint, er ist in der Moschee, er könne gerade nicht. Und dann sagt er, ja, A'mash, weißt du nicht, dass du dich für einen Muslim in seiner Sache einsetzt, besser für dich ist, als in diesem I'tikaf zu sitzen? Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, er sagte, ما أدرك من أدرك عندنا بكثرة الصلاة والصيام وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. Hohe Ränge und Stellungen hat bei uns nicht erreicht, hat bei uns nicht jemand erreicht durch Unmengen von Gebeten oder Unmengen von Fasten, sondern durch drei Dinge nennt er, Sacha und Anfus, gütige Seelen zu haben, gütige Seelen, gutmütige Seelen, Salamatus Sudur, saubere Herzen gegenüber Muslimen, Salamatus Sudur oder Salamatus Sadr, damit wird ausgedrückt, dass man ein reines Herz hat gegenüber anderen, und
Die letzte Sache, die er nennt, وَالنُصْحُ لِلْأُمَّةِ, Aufrichtigkeit mit der Umma. Aufrichtigkeit in Bezug auf die Umma.